Das habe ich doch alles schon versucht. Da trenne ich schon Strick zwischen Beruf und Privat. Da würde ganz Bayern davon profitieren. Mein Schwager ist ja kein Vetter. Quod erat demonstrandum. Was? Wurscht. Ja, schön, dass ich mal direkt mit einem Betroffenen über die Problematik spreche. Darf ich fragen, wie viele schulpflichtige Kinder Sie haben? Drei. Aber die sind alle im Internat in Italien. Und der Bischof hält dicht. Ja, dann sind Sie ja von der Kürzung des Religionsunterrichts gar nicht so betroffen. Ich sehe es schon mit großer Besorgnis, wenn der Glaube aus dem Klassenzimmer verschwindet. Das Kreuz bleibt schon an der Wand. Ja, im Prinzip ja. Wir ersetzen halt dieses klare Symbol durch ein Geodreieck. Und er? Der Jesus? Also der? Ja, er. Ja, natürlich. Der wird natürlich fächerübergreifend in den Kunstunterricht beigefügt. Sehr schön. Und im Biologieunterricht, ich habe da schon mal einen Vorschlag mitgebracht. Das ist aber sehr dünn. Ja, das ist sozusagen die Zusammenfassung aus dem Original. Ich hab's in einem Merksatz zusammengefasst. Der Herrgott schuf den Mann, die Frau und Tiere noch als Rahmen. Das ist alles, was man wissen muss. Der Rest ist Beten. Amen. Ja, das ist ja perfekt. Wenn das für ein Bio-Abitur reicht, dann sind wir bei PISA bald wieder ganz vorne mit dabei. Ich würde Sie halt bitten, dass man die unbefleckte Empfängnis noch einbaut. Ja, aber die ist halt schon auch ein bisschen ein Sonderfall, ne? Nein, das kommt öfter vor, als man denkt. Unser Pförtner zum Beispiel, der hat nur durch Zufall von seinem Arzt erfahren, dass sein Sohn gar nicht von ihm ist. Also ich will jetzt nicht angeben, aber unser Heiliger Geist, der ist schon noch gut im Saft. Da können Sie mal sehen, wie aktuell christliche Inhalte heute noch sind. Ja, Mathematik, was machen wir mit Mathematik? Da würde ich Sie bitten, dass man die Zahl 6 streicht. 6 ist die Zahl des Antichrist. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich mehr darauf hinaus, dass man vielleicht an falsche Ergebnisse glauben könnte. Natürlich, aber dann viele 2 mal 3 ist 7. Nicht mehr unter Blödheit, sondern unter Glaubensfreiheit. Ja, aber wenn ein Schüler, der so ausgebildet wurde, wenn der dann später mal Brücken baut oder medizinisches Gerät, da können doch Menschen zu schaden. Da muss dann in den Schulen einfach wieder mehr gebetet werden. Für ein Wunder.